Hallo, ich grüße euch aus meinem kleinen gemütlichen Bastelkeller inmitten des beschaulichen Mittelfrankens. Heute, schaut mal, habe ich mir sogar zur Feier des Tages das richtige Outfit angezogen. Und zwar ist tatsächlich heute mit dem Logistikunternehmer die neue Panigale gekommen von Lego. Direkt am 1. 2. Juni bestellt, war natürlich nicht lieferbar und habe sie dann heute bekommen. Und außer der Reihe möchte ich heute mal ein kleines Bauvideo machen und dementsprechend wählen wir uns das Unboxing und den Zusammenbau nach dem kurzen Intro anschauen. So, mit der passenden Tasse Kaffee können wir dann loslegen und dann schauen wir uns mal zuerst an, was in der Kiste so drin ist. So, haben wir schön verpackt. Nehmen wir mal die Originalbox raus. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, das ist also die neue Panigale V4R von Ducati, 42107, und überschaubare Box, vorne mit dem ganz schönen Bild, hier auch eine Abbildung der Bremsscheibe, hier haben wir noch ein paar Daten zum Original, 998 Kubik, maximale Drehzahl 15.200. Nochmal Bild. Hier entsprechend auch nochmal. Das haben wir auf der Rückseite. Haben wir also auch etwas gestrippt, das Modell. Kann also wohl die Verkleidungsteile abnehmen. Sieht, Vorderrad ist drehbar, die Federung funktioniert. Hier in dem Bild ist angedeutet, dass ja eine Zweigangschaltung integriert sein soll. Hier die Abmessung vom Modell, 42 cm lang, 16 cm hoch und hier nochmals original im Vergleich zum Modell, 221 PS. 172 Kilo Trockengewicht, 15.250 maximal Umdrehungen und die 998 Kubik. Das ist das Charakteristikum von der R, dass sie unter 1000 Kubik ist. Ansonsten optisch das Besondere der Teil Alutank und auch hier die zwei kiemenartigen Luftöffnungen. Und was man hier nicht so gut sieht, sind die Winglets an der Seite. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mal auf. Haben wir hier was? Gar nicht wie sonst zum Eindrücken.
Schauen wir mal, was drin ist. Nein, das kommt schon. Die Felge ist entgegen. Sind ja, glaube ich, so ca. 600 Teile. Nicht irgendwo angegeben. Nirgends angegeben. Schauen wir mal. Hinterradreifen vermutlich. Zwei Felgen. Das ist die Bildschutzscheibe. Holme der Federgabel. Goldfarben heißt es ja die Erde, die hat Ölungselemente. Steinteile. Okay, Vorderradreifen. Kleinteile. Ganze Menge an Aufkleber, Sticker für die ganzen Seitenteile. Hier vom Auspuff, hier das Cockpit, sehr gut nachgebildet. Ich habe mich auf meiner Monster fast identisch. Cockpit-Anzeige und schlussendlich noch das Anleitungsbuch. Schauen wir. Hier haben wir nochmal die Teileliste. Gibt keine Vorsortierung und das ist bei der Anzahl der Teile auch nicht unbedingt notwendig. Hier auch nochmal sehr schön Vergleich Original und Modell. Hier ein paar aktuelle sonstige Technikmodelle. Die Funktionen, hier kann man also den Hinterradheber anklemmen. Im Original ist das natürlich anders, dann greift der ein Achsstück hier in die Hinterradachse rein. Ich habe nämlich da auch einen, auch in dem Rot, damals von Ducati Original gekauft. Kostet der Heber allein 130 Euro. Jo, sehr schön. Viel Rot, viel Ducati-typische Farben. Hier gerade der Zusammenbau der Federgabel, eben in dem Öl ins Gold. Das ist eine schwedische Marke, ganz typisch für Ducati und gerade im Motorradbereich, Fahrradbereich, Mountainbike sind sie, glaube ich, exklusiv bei Specialized. Alles klar, dann würde ich sagen, ich sortiere mal ein bisschen vor und dann sehen wir uns wieder zum Bauen. So, das habe ich ein bisschen sortiert und hier in so einzelnen Boxen einfach je Tüte eine Box genommen. Hier habe ich, glaube ich, zwei. Hier habe ich auch die ganzen Kleinteile, die in drei oder vier Tüten waren, zusammen reingemacht. Und hier habe ich noch so eine Box mit einem Reifen, Windschutzscheibe und hier sind noch zwei Gummiringe. Ich glaube, wird man eventuell für das Getriebe brauchen. So, ich habe hier schon mal die ersten Teile zusammengelegt und dann legen wir mal los.
So, jetzt haben wir schon ein bisschen was gebaut bekommen. Ich würde schon mal behaupten, dass das der Rahmen wird. Und schauen wir, dass wir einigermaßen weiterkommen. Und immer das Faszinierende bei Lego, je weniger Teile es werden, umso rasanter geht es voran, dass dann wie in einem Rausch, den man sich befindet. Kleiner Zwischenschritt mal gepackt. So, das hier scheint so ein bisschen kniffliger. Das ist nachher wohl die Schaltung fürs Zweiganggetriebe. Und so wie es aussieht, muss halt so sein, dass hier der 90 Grad Teil nach hinten zeigt. Das sieht man dann hier. Dass dann hier der Mitnehmer nach vorne stehen muss. Ja, hier zu sehen. Ich hatte es jetzt erst so, dass es das so war, dass der andere Mitnehmer, dass er hier nach hinten zeigt. Deshalb habe ich jetzt die Sachen hier versetzt und hoffe mal, dass das passt, weil das wahrscheinlich einen Einfluss hat nachher auf die Funktion des Zweiganggetriebes. So, dann haben wir den Abschnitt erstmal fertig, dann machen wir es wieder zur Seite. Und jetzt kommt wohl, so wie es aussieht, würde ich sagen, das Getriebe selbst dran. So, dann bringen wir noch den letzten Schluck Kaffee. Und machen wir mal weiter. We'll be right back.
Sieht da jetzt schon mal gut aus. Das Getriebe hier. Ein bisschen komplexer. Das macht ja gerade Spaß, wenn es von Technik ist. Hier schön. Oh Gott. So, kann man von hinten noch ein bisschen drehen. Und das hier wird später dann Sicherheit für das Getriebe, also für die zwei Gänge einzustellen. So, jetzt kommt der V4 Motor, den Ducati ja neu eingeführt hat mit der eben nach dem Motor benannten V4 Panigale. Das wird wohl vom Zusammenbau das Übliche sein. Genau, dann kommt der auch in das andere Teil, eben in den Rahmen, wird es damit eingebaut. Gut, machen wir mal mit dem V4 Motor weiter. So, ich habe jetzt die Kamera umgebaut, weil die bisher von oben gefilmt hat, der Akku leer ist. Und dann schauen wir mal, dass es mit der genauso gut geht. Also machen wir mal mit dem Motor weiter. We'll be right back.
So, ich schätze, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte, na, vielleicht knapp die Hälfte der, ich glaube, 650 Teile. Haben wir schon schön das Zentralteil, hinten die Hinterradschwinge. Und jetzt geht es, glaube ich, noch so ein bisschen kleinteilig weiter. So, dann schauen wir mal. So, nach einer Unterbrechung bauen wir jetzt weiter in unserer Ducati Panigale. Wie ihr gleich sehen werdet, habe ich den Untergrund, die Fläche, ein bisschen anders gemacht, dass es vielleicht ruhiger ist. Mit der blauen Bastelmatte wirkt es etwas unruhig. Und auch wenn ich auf der Bauanleitung selbst
baue. Ich denke, jetzt wird es übersichtlicher. Und ja, ich würde sagen, gehen wir so ins letzte Drittel. Wir haben jetzt 2 Stunden Bauzeit. Eine Stunde werden wir noch brauchen. Dann kommen wir also auf eine Gesamtbauzeit von 3 Stunden. Und das ist, denke ich, in der Art, wie ich baue, ganz okay für 650 Teile. Also, legen wir los. Okay. Also soweit haben wir ja bis zur Pause gekommen. Haben die Gabel am Rahmen befestigt. Jetzt haben wir hier Überblick, wie es so sein soll. Nicht ganz Maßstab 1 zu 1. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Gut. Okay, passt alles. Dämpfung funktioniert. Gangschaltung haben wir auch probiert. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter.
So, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben also hier die Panigale von Ducati zusammengebaut. Federung vorne und hinten funktioniert. Windschutzscheibe gefällt mir jetzt nicht ganz so, weil es doch ziemlich matt ist. Hier die Winglets. Auch das typische Gesicht sieht sehr gut aus. Die Kurve, die Aufkleber finde ich auch gelungen. Und wie es halt für ein Motorrad, für einen Renneinsatz gehört, ist halt kein Ständer angebaut, sondern muss dann hier wirklich den Rädständer einsetzen. Und dann mit dem Koppler. Dann kann man es schön einstellen. So, jetzt haben wir es zusammengepackt, haben circa 3,5 Stunden zusammengebaut und haben jetzt hier die Panigale zusammengebaut mit dem typischen Gesicht, gelben Öhlins Dämpfer, hinten aus Federbein in Gelb, typische Auspuffanlage, Einarmschwinge hinten. Ja, das war eine anstrengende Sache, die zusammenzubauen. Jetzt erholen wir uns, freuen uns an einem schönen Modell und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!